Es ist eine angeregte Diskussion im Gemeinschaftsraum des Quartiers Infomet am Samstagabend. Und zwar auf Italienisch. Um die 30 Personen mit einem Bezug zur italienischen Sprache besprechen hier in Biel ein Buch. Vor ein paar Tagen hat die eingewanderte Italienerin Elisa Cavaglion zusammen mit anderen offiziell den Verein Circolino Biel Bien gegründet. Kennen die sich viele Mitglieder aber schon seit fast einem Jahr. Wir haben mit einer WhatsApp-Gruppe von nur 6 Leuten angefangen. Plötzlich ist die gewachsen und heute sind in der Gruppe 67 Personen. Wir haben die Chance, dass wir diesen Raum brauchen können. Um die 30 Leute kommen im Schnitt an unsere Anlässe. Das ist unglaublich. Il y a 30 personnes à la fois et c'est pour moi incroyable. Nicht nur die Literatur, sondern vor allem auch das gemütliche Zusammensein beim Apéro ist an diesen Abend einmal im Monat zentral. Der Circolino erinnert an die vielen Circoli, die die italienischen Arbeiterinnen und Arbeiter in den 70er Jahren in der Schweiz gegründet. Im Gegensatz dazu besteht der Circolino aber primär aus Leuten, die erst vor kurzem auf Biel kamen. Italienischsprachige Leute zu Biel oder sonst in der Welt zu finden, ist nie einfach. Wir versuchen das auf eine angenehme, gemütliche Art zu machen. Und neben der Kultur ist der Circolino vor allem ein Begegnungsort. Offen sind die Treffen aber nicht nur für Italienerinnen und Italiener. Ich bin nicht Italiener, ich bin Bieler. Aber ich habe eine enge Leidenschaft für die italienische Kultur und für Italien. Ich habe die Sprache gelernt und ein paar Jahre in Florenz in Italien gewohnt. Es macht mir immer Freude, die Sprache zu perfektionieren und mein Wissen mit anderen zu teilen. Apprendre cette langue, me perfectionner et puis partager mes connaissances avec d'autres personnes. Der Abend ist langsam vorbei und die Mitglieder des Circolino Biel Bien freuen sich auf das nächste offizielle Treffen am 4. März.